Ein sogenannter Medicane sorgt in Teilen des Mittelmeers für schwere See. Erste Amateuraufnahmen von der griechischen Insel Kefalonia zeigen Auswirkungen des Wirbelsturms. Segelboote wurden an Kaimauern gedrückt, Straßen überflutet. Vom Ionischen Meer aus kommend bewegte sich der Sturm am Freitag auf die südliche Peloponnes zu. Ausläufer könnten auch Athen treffen. 7 Regionen wurden bereits in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Starke Medicane sind eine Ausnahme. Sie erreichen nur selten orkanartige Windgeschwindigkeiten.